So, und dann auch noch was zu plündern. Nur zu lesen. So. Ja, manchmal könnt ihr wiederkommen, ihr blöden Viecher da. So, Mahlzeit. Ich habe hier Schildkröten. Naja, aber andere dicke. Was ist das? Das ist, glaube ich, gar nicht. Ja? Ich jetzt nicht mal mehr. Irgendwas hin, okay. So, wohin schwimme ich gerade? Ich habe auf jeden Fall Fische vor mich hin. Und da ich auf jeden Fall mal unter Wasser. Oh Gott, hab ich mal eine Kiste nochmal gefunden. Ist doch schon mal etwas. Ist das da die Leiche von dem Typen vielleicht? Kann sein, muss aber nicht. Ja, gut. Ich hier mal was. Alle Wege führen ja nach oben, ne? Das ist doch. Ich habe einen richtigen Stein gefunden. Nice. So. Wird die Welt verändern. So. So, zack. So, dann können wir jetzt auf einen netten Part aus Leichen. Okay, cool. Das ist sehr gemütlich, sehr einladend, oder? Keiner muss gerade hinschwimmen. Nicht ehrlich. Und jubelt hier jemand. Ich bin nicht da rausgekommen, was ich wollte. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Jede Menge Pest. Pest, Pest, Pest. Cool. So. Dann rühre ich einfach mal und gehe einfach mal hier hin. Ne? So. Ja, keine Ahnung. Dann gucken wir mal da. Zum Beispiel, ich mache einfach mal alle Sachen jetzt weg. Dann probieren wir mal hier. So. Ist sogar noch über mir. Das ist doch schon mal was Positives, sage ich mal. Ja, ich hoffe nur, damit das Spiel fertig werden. Ressourcen sammle ich auch nur, damit ich alles abgeben kann. Weil in Sims, ja, müssen wir die ganzen Stoffe kriegen noch. Ich brauche mir die irgendwie für ein Upgrade von der Schnitterrüstung oder so noch. Kann ja sein, wir kriegen welche anderen coolen Upgrades noch, die uns jetzt noch nicht ersichtlich sind. Deswegen. Machen wir einfach mal. Zack, zack, zack. Zack. So, hallo Schatztruhe. Hm. Wieder einen Stoff bekommen. Schau mal, wie viel Stoff haben wir jetzt schon insgesamt wieder? 89 Stoffe haben wir. 89, wofür? Das frage ich mich gerade echt, wofür brauchst du den ganzen Stoff? Hier zum Upgrade brauchst du den nicht. Was haben wir denn hier noch bekommen? Ach, den Baltornmantel. Okay, die scheint aber eins. Das gibt es anscheinend nur einzeln. Okay. Nur ein bisschen Optik. So, was haben wir denn hier? Schönes eine Rune haben wir bekommen, scheinbar. Da haben wir noch eine Rune bekommen. Wir haben das Tattoo bekommen. Und jetzt ist schon was wieder weg. Okay, cool. So, also ich will eigentlich. Ne, nicht den Typen. Was?
Und das machen wir dann, wenn wir die Story machen. Ich wahrscheinlich auch nochmal hingehen. So, also muss ich für beides irgendwie ganz tief runter. Hier. Einfach nur da, okay. Ich habe eigentlich auch nur die Bruderschaft, ne? Direkt von so einem Haus irgendwo. Wir machen die schon vielleicht. Ich muss zur Bruderschaft wahrscheinlich deswegen. Sühnen, leite mich. Ja, deswegen kommen wir nicht daran. Ha, zur Bruderschaft müssen. Das ergibt natürlich Sinn. So. Okay, so, also der sagt mir irgendwo. Hier. Haben wir da Eingang? Soll hier Eingang sein? Nicht blind. So, der sagt mir irgendwo in dem Bereich. Ja, hier haben wir die. Müssen wir uns jetzt in den Wagen stürzen, ob es passt oder was? In den Wagen reinstürzen. Ein Pfahl gefunden. Cool. So. Muss ich einfach einen riesigen Eingang eben auch. Das ist wahrscheinlich der riesige Eingang, den ich gesucht habe. Ja, scheinbar ja. Okay. Hallo, Bruderschaft. Wir müssten jetzt hier rein dürfen. Weil wir ja alle Sachen gefunden haben. Brief, blablabla. Okay. Aufschließen. So. Verborgenen wohl dort verschlossen hielten. Meine Mama. So, Vergangenheit. Okay. Betritt die Bruderschaft in Franken. Okay. Vielleicht schon, wenn wir diese nur betreten haben. Okay. Ein bisschen lame, oder? Ja, was Schönes. Machen wir zum Rückzug dann oder was? Okay. Natürlich will mich alles töten. Ups. Scheinbar dahin. Oh. Richtig pompös. Okay, ich verstehe. Ernsthaft, ich muss eine Schlange ehren. Oh, wir kriegen es sogar direkt in beste Qualität. Okay, cool. Uiuiui. Dein Tod wurde gerecht. Ja, voll gerecht. Aber die Waffe gucken wir uns dann noch mal an, würde ich sagen. Wo ist sie denn? Ja. Normales Schwert, okay. Vergiftet deine Waffe nach 5 schweren Schlägen in Folge. Jetzt müssen wir schwere Schläge mit der Waffe machen. Cool. Gut, so. Brennt hier nochmal das Logo? Das brennt immer noch hier. Wow. Genau. Wir haben das schon wieder voll. Nice. Muss ein paar Pfeile machen hier. So. Das ist hier nix. Ein Schätzli oder so, weil so viele Ratten hier sind einfach. Hat schon schwer, wenigstens was Cooles hier. Jemand versteckt sich. Ein Brief. Der war nicht dort, als ich hineinkam. Dieser Ort, im Frankenland verblieben. Okay. Wenn sie es nicht wollen, werde ich sie nicht finden. Aber ihr Geschenk nehme ich gern an.
Seltsamer Brief. So. Zack. Vögel kann man natürlich nicht töten hier. So, dann haben wir da noch und da noch, ne? So, also die Zeitpunkte. Dann haben wir Frankreich, Paris dann erledigt. Ja, Paris ist sogar schon so an sich erledigt. Wollen wir noch ein Schildkröten da? Finde ich die europäischen Schildkröten da. Ich google das jetzt mal eben. Valhalla Schild. Ups, Schild. So, Schildkröten finden. Wir brauchen normale Schildkröten. Nee, ja. Sag mal einfach, wo ich das. Achso, direkt da in der Nähe. Oh. Hier an dem See. Da an dem See auch noch. Okay, hier soll direkt was sein. Okay, cool, dann machen wir das mal direkt danach. Ja. Cool, danke für die Info. Hab ich, glaube ich, war ich nicht sogar an dem See gewesen und hab nichts gefunden. Blick gerade. Das war jetzt der Fluss, ne? Wo der. Habe ich noch, da habe ich nicht genau geguckt gehabt. War in dieser blöde See. Hier. Jetzt bin ich wieder in. Jetzt bin ich wieder in der solchen Siedlung. Solchen Siedlung. Wie komme ich bei dir hier runter? Was siehst du? Ja, wie sehe ich mit dem Vogel gar nichts. Der Vogel ist. Ja. Unnütz wäre noch nett ausgedrückt. So, da unten sehe ich auch noch was. Da ist eine Tür. Scheinbar. Okay. Aber wieder sein, dass es wieder schon was anderes ist, ne? Deswegen. So gefragt, habe ich hier im Wasser vielleicht Angst? Ne. Tja, solchen Siedlung. Wo ist es? Wo komme ich? Wie komme ich an deinem Versteck ran? Das wüsste ich gerne mal. Hier ist natürlich auch nichts, ne? Aber warte mal. Ja, ich würde einfach gerne laufen. Schade. Ich hatte kurz Hoffnung gehabt und dann wurde sie vernichtet wieder. Okay, dann scheiße ich einfach mal drauf. Dann scheiße ich halt notfalls auf diese zwei Schätze. Ja, komm, scheiß mal drauf. Gut, dann wollen wir hier hin. Mal auf, mal so. Geht, glaube ich, am schnellsten. Gut, wir nehmen das Schiff. Ich habe mich halt gerade danach erhalten, dass angeblich Sony keine Smartphones mehr produziert. Ja, ich würde dem Fluss gerne folgen. Und zu meiner Markierung. Aber dafür sollte ich vielleicht diese zwei Markierungen hier erstmal wegmachen. So. Später fort.
Lala. So. Ja, erzähl mal Geschichten, was? Können wir noch näher an dem Fluss dran? Ja, komm, okay. Ich bin gespannt, ob wir jetzt auch da rauskommen oder ob wir dann jetzt einfach weiterfahren gleich. Wir müssen es ja eh tagsüber, Sachen sehr, nicht über Flüsse, über Raubzüge. Ne? Sorgen machen, sagten sie ja im Intro von dem DLC. So, müssen wir jetzt fertig sein. Okay, wir legen sogar wirklich an. Das finde ich gut. Oh, ich habe das Spiel gerade gelobt. Dann hat das Spiel direkt wieder kaputt gemacht, weil ich nicht aussteigen konnte, aber hey. Ich hatte mal 3 Sekunden positive Gefühle. Gegenüber dem Spiel. Und das sind die längsten Glücksgefühle, die ich jemals in diesem Spiel gegeben hatte, glaube ich. Nee, so schlimm war es nicht. Wir hatten auch schon mal Parts gehabt, wo ich gesagt habe, boah, ey, cool. Bei großem Ganzen. Ich glaube, ich will meinen Bogen gerade wechseln. Ja. Schön wäre, wenn ich die Viecher einfach anvisieren könnte. Was habe ich jetzt? Ich habe einen Jagdbogen. Ich wollte den Optimbogen, glaube ich, haben, ne? Ja. Optimbogen ist dieser Zoombogen, den ich hasse. So, dann war es der leichte Bogen. Ah. Ja, gut funktioniert, nämlich nicht. Ja, das hat nicht funktioniert. Funktioniert, okay. Ja. Irgendwie. Sind es wenigstens die Schildkröten aufgehoben oder? Sollen wir es selber machen? Ende des Tages. Okay, der Bogen ist ja noch behinderter als alles, was ich zuvor hatte. Dann nehmen wir halt wieder unseren Super-Duper-Bogen hier. Schwenden unsere Pfeile. Ja. Wenigstens ein bisschen Auto-Aim dabei, sage ich mal. Nice. Gerade gelobt, schon wieder alles zunichte gemacht. Ich finde es auch immer wieder gut, dass die Fische im Land verschwinden. Einfach. Mit dem Dings ums Bogen nicht möglich gewesen. So, haben wir jetzt genug Schildkröten? Ich habe erst 2. Nicht gesehen, einfach geschossen. Geklappt. Jetzt haben wir genug. Und die Scheiße mich auch nicht abschließen. So unnötige Dinge in diesem Spiel. So. Nee, ich will absteigen, spielen, nicht die Straße folgen. Das ist cool. Du drückst einfach eine Taste und das Spiel denkt sich einfach so, ja, du drückst eine andere Taste. Einfach so. Was? Yeah! Er schließt alle Gebiete im Frankenreich ab. Jo, cool. Haben wir es nicht geschafft. Aber kriegen sie noch eine Fähigkeit, einen Punkt.
So. Verwechselt. Wahrscheinlich mit G. So, gut. Also, wir haben das fertig. So, wir können jetzt diese da machen. Dann machen wir diese und dann, ja, erquälen wir uns der Hauptstory. Ja. Ja. Was will jetzt gegen mich kämpfen? Ja, ich will ja kämpfen. Aber irgendwie kommt da nichts. Wollen wir euch jetzt helfen oder was? So. Ich hab zwar geblockt, aber okay. Die Bauern sind ja stärker als die Typen hier. Hat es euch geholfen? Weiß nicht. Ich hoffe doch mal, ne? Oh Mann, ne, es ist mir echt leid. Das Spiel ist echt nicht der Oberburner, sagen wir es mal so. Da kann man sagen, ja, warum steckst du dann so viel Zeit da rein? Weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Ich habe da wenigstens einen Videobeweis über meine Meinung. Da muss man so. So, was haben wir jetzt hier? Kommt doch her. Ach, ihr seid doch noch Lichte. Was ist denn jetzt her? Oh, genau so. Na schön. Dann haben wir das, dann gehen wir da hin, machen wir den da vorher noch. Ach, haben wir gar kein Abgabeding hier? Oh. Oder? Ah, oh, Pferdchen, komm mal her. Den Bauernhof haben wir auch schon öfters besucht, kann das sein? Mein Jahr. Ja, dann schauen wir da mal. Haben wir so einen Schatz und eine Hauptmission. Fängt hier seit 2 Meter weiter, ist einfach ein Rebellenlager. Weißt du? Als ob die nicht miteinander kämpfen würden. Ist das Fort von Paris? Finde Siegfried, ja. Wir haben Siegfrieds dreckige Geheimmannschaft schon aufgegeben. Scheinbar Siegfried unter uns. Das ist deiner sehr quatschbereit, scheinbar. Oh, so. Lass Siegfried da stehen. So. Mehrere Wege. Trattenhorn. Ne, ernsthaft Spiel? Jetzt nochmal mit Trattenhorn dann? Weg mit euch. Soll ich die Truhe haben? Was die Truhe, die ich haben wollte? Scheinbar ja.
hast du mich gefunden. Wo ist Toka? Sie vermutete dich hier. Gerade sucht sie Melidunum nach den vermissten Wachen ab. Engel Wien ist mir entkommen, aber der Soldat sagte, dass er zu einer Kirche in der Nähe wollte. Komm, wir müssen durch die Armensiedlung. Ach, selbst hier kann ich die ganze Pisse noch riechen. Siegfried, ich muss verhindern, dass sich dieser Kampf nach Englerland ausweitet. Ich muss Charles treffen. Wozu? Man kann mit diesen Trällen nicht verhandeln. Hast du meinen toten Bruder Sinrig vergessen? Nein. Und deswegen muss ich es versuchen. Ist das. Darum bin ich im Frankenland. Wenn ich Engelwin töte, sollst du mir helfen, beim König vorzusprechen. Vernunft bringt bei dir meine Wolfsmal. Du bist so wild wie dein Namensgeber. Schön, meine Sinse einfach am Ruckeln ist. Spiel, eine flüssige Darbietung vielleicht? Spiel schließlich auch noch PS5. Ja. Aber wo willst du mit uns hin? Ja, bin ich schneller als du. So, also, mit dem Motto, ja, hier machen wir den Ausdruckspunkt oder was? In unseren Adern fließt das Blut heiliger Könige und Eroberer. Die Nordlinge mögen viele Kämpfer haben, doch wir haben Gott! Das ist Odo, Graf von Paris und rechte Hand des Königs. Er wirbt zweifellos Leute für sein Heer an. Unser Mut und unsere Ehre werden uns beistehen, auch im schwersten Kampf. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Selbst herrlich wie immer. Der gleich neben ihm ist Godselin, Bischof von Paris und mächtiger Krieger für einen Franken. Diese beiden nehmen wir uns später vor. Du musst zu Engelwin gelangen und dafür musst du irgendwie in die Kirche. Die Antwort liegt in dem Gestank da unten. Das hilft mir nicht viel weiter. Wäre es leicht, hätte ich ihn längst selbst getötet. Du hast einen Vorteil. Du bist diesen Leuten fremd. Der Räuber Siegfried ist fast an unseren Toren. Und was will er? Was alle Nordlinge immer wollen. Blut und Silber. Das eure und das meine. Mich kennt sie schon ziemlich gut. Jemand dort unten weiß etwas. Und diesen jemand musst du zum Sprechen bringen. Gibst du mir dein Wort, dass wir danach Charles aufsuchen? So ist es, aber beeil dich. Ich kann Melidunum nicht lang unbewacht lassen und dieser fränkische Gestank lässt mich würgen. Mal behaupten, wir wurden entdeckt. Ich kümmere mich um sie. Du suchst Engelwin. Er versteckt sich in seiner Kirche. Wirst du hineinschleichen, einen von ihnen zur Mitarbeit verpflichten oder die Straßen mit Blut tränken? Wie du es tätest? Sie verdienen es. Doch du bist das Wolfsmal. Du brauchst meinen Rat nicht. Also, was wirst du tun? Keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt, ne? Wir haben hier Bischof Eldrin. Bischof Eldrin ist ein unzuverlässiger Hirte, der mit Einheimischen in der Taverne um Hinweise zu halten oder erkundet die Gegend, um einen anderen Weg hineinzufinden. Ja. Dieser Ort ist gut gefertigt, wie für ein Ritual. Könnte nützlich sein. Okay. Ist jetzt das Paladin-Dingsums oder was? Binde eliminiere Elven. Ja, das könnten wir machen. Ich würde aber gerne eben hier hingehen. Meine Aufgabe abgeben und dann gegebenenfalls noch ein paar Sachen verbessern. Falls das geht. Nur noch diese. Wann steht das Ding eigentlich schon? Schauen wir hier, warte mal. Inventar. So, Schnitterding schnappen. Ja. Den hellen Totenmantel, den hatten wir. Schnitter, wo haben wir den denn? Hm?
Paladin. Haben wir doch noch nicht komplett. Blub, blub, blub. Blub. Paladin, okay. Ja. Nein, nicht. Ich hab da schon was bekommen vom Schnitter, meine ich. Wird viel. Ist einfach nur nicht. Ich kenne auch gerade. Nur gerade. Nur dumm. Ja, wir haben noch Personen kennengelernt, ja, ja. Das sieht noch mal gleich aus. Was soll's? Was haben wir hier jetzt noch? Eine Rune. Wow. Ein bisschen Geld über. Noch eine Rune. Eine Rune. Und dann haben wir hier noch ein paar Stände Brief. Of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy and the river has run dry. You thought you could go free, but the system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the water. Just for another dollar in your pocket. Now I am the violence, I am the sickness. Won't accept your silence.